So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rahmen ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet natürlich auch wieder der Schocker der Woche. Heute Abend die nächste Raid Mania, also die nächste Raid-Stunde, immer Mittwoch 18 bis 19 Uhr eine Raid-Stunde. Wir machen daraus die Raid Mania, ihr könnt Raid Mania Punkte sammeln, wenn ihr mit mir befreundet seid, mittlerweile, wenn ihr mit Spüle drin befreundet seid. Denn der wird heute Abend wieder im Stream sein. Das heißt, solange der Main noch weg ist, ist der Spüle-Trend gefragt. Alle, die mit Spüle-Trend befreundet sind, können heute Abend wieder mitmachen. Die Jalga ist in der Raid-Stunde. Da denke ich mal, kommen ein paar Einladungen rein. Ein paar Leute werden da noch Raids machen. Ansonsten Raids für Zuschauer am Donnerstag nochmal ab 18 Uhr, bevor das Ding dann wieder weg ist. Jetzt aber die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Yoshikiru, der hat nämlich Water Catch, ne, statt What the Thunder gibt es jetzt hier auch Water Catch mit 69.000 EP. Hat schon mal jemand mehr gehabt, wenn ihr alles kombiniert. Also das Pokémon des Tages, der erste Fang, der Serienbonus für 7 Tage, ein Curveball im ersten Wurf gefangen, unfabelhafter. Man könnte, glaube ich, noch über den AR Plus XP Händler Bonus irgendwie das steigern, dass man nochmal mehr hat, aber das ist viel zu kompliziert. Dann haben wir Pokémon Shiny Hunter, der zeigt uns hier sein 100% Glücks Mewtwo auf Level 50. Deswegen nehme ich eigentlich keine Bilder von Instagram oder so. Ihr seht, da ist es halt, oder auch hier beim Romeo, 100% nicht gefangen. Glückwunsch dafür, sind halt die Bilder nur so klein, dafür, dass man sieht, von wem es ist und ich habe lauter Weiß drumherum. Das sieht zum Beispiel schon besser aus, so möchte man das haben. Das ist von Pupsi aber gewesen, von Ziede. Die hat einfach in einer Minute 3 Shiny Incognito hintereinander bekommen. Ein B, ein R und ein S. Alles hier 20:01 Uhr. Das ist auf jeden Fall richtig brutal. Denn immer zur vollen Stunde saßen ja überall Incognitos und man konnte da direkt schön abgrasen und gucken, ob da was dabei ist. So sah es übrigens aus in Seattle, um nochmal einen Einblick zu geben, als das Fest dann das Ende gefunden hat. Es war in Berlin ja schon so, da standen 5 Arenen, alle haben sich da versammelt, sollten noch Abschlussraids machen. In Seattle waren es halt auch ca. 5 Stück, wenn man das so sieht. War halt die ganze Zeit dann Darkrai und Cresselia drin, ist ja bei Sapporo dann auch so. Enox hat was in Discord geschickt, sieht halt auch richtig kacke aus. Back-to-back Shiny, hat er sich mega gefreut. Das ist also ein Baldorfisch und ein Perlu, beides 16:12 Uhr nacheinander. Jetzt die schönen Bilder von den Wegen, wo ihr eigentlich schicken sollt. Henry Niki, endlich ein neues Shiny für die Familie bekommen, Girafarik. Dann Sondengänger, einer der häufigsten Ernährungsfehler, falsch. Überraschungseier machen den dicken Bauch, richtig. Kinderschokolade machen das Sixpack, versteht ihr? Dann ein offizieller Beitrag von der Niantic, wer es glaubt. Wir haben eine wichtige Erneuerung. Anstatt den Fanrate-Pässen in die wöchentlichen Boxen zu packen, packen wir jetzt die Incognitos F and U rein. Also fuck you sozusagen. Es ist Zeit, uns euer Geld zu geben. F you. Das könnte wirklich von der Niantic so sein, wie es dasteht. Julian Eisenstein zeigt uns sein stabiles Dialga, was das Schlechteste ist, was man aus dem Raid ziehen kann, aber hat sogar Wetterboost, 10, 10, 10er, sammeln aber viele Leute. Henry Nicke nochmal gerade aus dem Ei bekommen, hier 100er Robball, Matze mit einem Galaarctos, was es ja jetzt aus dem täglichen Abenteuerrauch geben kann, haben eine extrem hohe Fluchtrate, aber man kann sie fangen. Ihm ist es leider geflohen, 3093 WP, ist aber auf jeden Fall eine Wucht. Selal, Shiny Lavados, Shiny Lambi, erlöstes Tuska, Glücksnubbel, 100er Mogelbaum, Shiny Haspiror, Shiny Dusselgur, Shiny Charmian, erlöstes Flurmel, Shiny Aero Kacksprühl, Shiny Bediza, erlöstes Fililu. Dann ein Bild, was ich richtig toll fand. 16 Jahre alt und will mir was von Ernährung erzählen. Ich habe Grillsoßen im Kühlschrank, die sind älter als du, also habe ich gefeiert. Nochmal hier erlöstes, das ist immer alles erlöst. Erlöstes Staralili, 100, Shiny Bronzel, Shiny Dialga mit Wetterboost, 100er Bediza, Shiny Sonnenfeld, Shiny Sengo,
Zapdos, Galazapdos aus dem Rauch, aber geflohen. 100er Pepek, 100er Pandimos, ein komplett durchentwickeltes Rihonyor aus dem Abenteuerrauch. Das ist auf jeden Fall heftig, also das ist ein richtig genialer Spawn. Dann Pogehanda, 100er Hopspross, Shiny Togepi, Shiny Wablu, 100er Gekabor, 100er Reislaus, Shiny Girafarig, 100er Ladybar, Shiny Zapdos, Shiny Sengo, Shiny Dusselgur, der setzt immer alles extra in Arenen, um es dann abzuscreenen. Shiny Dialga noch mitgenommen, Lost Lift, das tut weh, 98er Shiny, Capoeira wäre fast ein 100%iges gewesen. Luigi Serrada, magere Ausbeute für eine Woche, 100er Charmian mitgenommen, Shiny Schmerbe sich gegönnt, Shiny Ausbeute aus der letzten Woche, da sehen wir Evoli, Staralili, Dialga, Girafarig, Drobi, Lavados und das Schmerbe eben auch mit dabei. Noch ein 100er Mediti mitgenommen, 26.07. muss gestern in der Spotlight-Stunde gewesen sein. Dragonite, 25.07., weil wir schon gesagt haben, das muss Schocker der Woche sein, ne? Shundo Dialga mit Wetterboost. Ich habe aber was, was ich noch spektakulärer und krasser fand als das, aber trotzdem Glückwunsch dafür. Das ist sein erstes Shundo, was er jemals hat. Chevy Art hier noch ein 100er Ultrigaria, 100er Snobilikat, 100er Commandutan, Shiny Crypto Glumanda, Shiny Baldorfisch, 100er Dodu, Shiny Kikli, Deku zeigt uns, dass man aus dem Abenteuerraucher auch Shinies bekommen kann und die sogar in der Übersicht am Ende angezeigt werden als Shinies, wie hier mit dem Shiny Stolunia zu sehen. Ich finde die Unterschiede übrigens auch sehr krass. Manche fangen da 10 Pokémon, andere fast 30. Also, wenn ihr den anhabt, wirklich bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Seht, dass ihr wirklich zügig und alles, dann erscheinen mehr Pokémon. Und hier können eben auch die Galavögel auftreten. Mann, die Farbe wechselt schon wieder die ganze Zeit vom Gesicht. Mal rot, mal weiß, mal irgendwas anderes. Ich habe ja keinen Account, deswegen habe ich den noch nicht. Ne? Dann haben wir den Kaiser Kai, kam einfach so aus dem Ei, suche ich schon lang, 100er Carbador und einfach nur mega wildes Shiny Schlappohr mitgenommen. Dubby hat einen Arktos gefangen. Das heißt, Dubby ist der Erste, den ich jetzt sehe, der so eins von den Galavögeln mal gefangen hat. Margot Felix mit dem Zapdos, was aber auch, sogar mit Wetterboost, was aber auch geflohen ist. Gossi finde ich richtig genial. Ich musste zweimal schauen, weil ich nicht glauben konnte, dass es ein 0% Poki ist. Ist es aber Krypto Shigi 0. Ein Krundo oder was? Oder wie? Ich habe keine Ahnung, wie man das dann... Ne, Krundo wäre Krypto Hundo. Also lieber kein Krundo. Patrick hier auch noch 100er Dialga mit Wetterboost. Shiny Krypto Bisasam. 100er Pam Pam. Was sehr cool ist. Kann man ja auch nur ausbrüten. Ne? Cat. Cut. WTF, was für eine durchgeknallte Woche. Danke an den Verein, dessen Name nicht genannt werden darf, für den pinken Hummer. Den hatte ich schließlich noch nicht. Shiny Krebskorps, Shiny Skalück, Shiny Pikachu mit 0%, Shiny Ponita, 100% Krypto, Kokowai, 100% Krypto, Bisasam, Aluhut, dreimal Einladung aus Seattle vom GoFest erhalten, zack, zwei Shinies am Start, läuft und das hintereinander. 96, 26, 71, also 21, 26, auch ein relativ gutes Shiny da dabei gewesen. Dann hat er getauscht mit seinem kleinen Account und hat durch den Tausch von dem Shiny random einfach ein 100% Shiny Kabuno bekommen. Jenna hat wieder mal bei Raids für Zuschauer mitgemacht und hat hier ein, ist das Wetterboost? Hat ein, nein, das ist normales, hat ein Shiny 100% Lavados bekommen, hat damit jetzt alle drei Vögel auch als 100%ige da. Einen als Shiny 100er, einen als 100er und einen als erlöstes 100er mit Best Buddy Schleife dran. Hätte ich ja auch, wollte ich ja maxen, ging ja dann nicht. Müssen wir mal gucken, wenn es zurückgeht, wie es weitergeht dann. Trio komplett, auch hier von den Startern, alle drei Shiny Starter als Kryptos mitgenommen. Nochmal Shenaya, noch Shiny Bronze, Alexander Ahringer, heute Nacht als Weiterentwicklung, als 100% endlich gefangen, das Amaldo mitgenommen und ein Shiny Schlappohr auch in der Wildnis. John Müller zeigt uns Perlu, möchtest du Perlu entwickeln? WP0 zu, was? WP0, gut. Mach mal, hast du entwickelt? Was ist bei rausgekommen?
Malone Duo mit Shania hier ein Lavados Duo Raid gemacht und als Belohnung auch noch ein Shiny bekommen, 99 Sekunden Restzeit gehabt. Black Viper Cat für das nächste Raid am Mittwoch, hab's endlich auf Mega Level 3 und als nächstes Ziel steht bester Kumpelstatus an. So, das heißt, wir haben das schon mal gesehen, ja? Wir sehen das immer wieder und den Status von welchem Level der jetzt da hat, den würde man gar nicht erkennen. Aber egal, macht doch noch mehr Tags dran. Da sind so viele Tags, die passen schon gar nicht mehr hin. Benjamin hat wieder mal ein paar Duos gemacht, nicht der Sören. Wir haben ja jetzt erfahren, der Sören, der macht ja eigentlich gar nichts. Der Benjamin macht alles. Mega Gengar Duo mit Fokusstoß. Dann zweimal Account aus dem Bewegungsrauch hier. Und dann nochmal Duo mit Matschbombe. Fehlt noch Duo mit Spukball. Das Fokusstoß-Duo mit seinen zwei Accounts, 146 Sekunden Restzeit. Das Matschbombe-Duo, 104 Sekunden Restzeit. Fehlt wie gesagt noch das Duo mit Spukball und aus dem Bewegungsrauch. Was meinst du mit Bewegungsrauch? Es gibt keinen Rauch ohne Bewegung. Der Abenteuerrauch ist mit Bewegung, der normale Rauch ist mit Bewegung. Also aus dem Rauch, aus welchem auch immer, 100er Flemli und hier Shiny Dusselgur. Der Bewegungsrauch. Liegt das nicht auf dem Ofen zu Hause, auf der Herdplatte oder so? Ich weiß es nicht. So, dann haben wir aber weiter. Heiko noch mit einem Shiny Relaxo mit Hut und ganz viele Sodamark, die es ja jetzt auch ab heute weltweit erstmal gibt als Shiny. Nutzt das Event, um eins zu bekommen. Ich denke mal, danach ist das wieder in seiner Region. Danach könnt ihr das nicht mehr fangen. Nehmt das also jetzt mit. Heiko auch hier ein paar Shiny Incognitos mitgenommen. Der Shinux zeigt uns, der hat 6 Dialga gesehen, 5 gefangen. Und da wurde ihm schon das 100er hingestellt, was aber geflüchtet ist. Also alles okay, keine Sorge machen. Elke Kaiser hier auch, Shiny Chanera, Dennis Bass zeigt uns auch. 100er, die Jage aber gefangen statt geflüchtet, nimmt man mit. Und noch ein erlöstes 100er Sazenia. Also, ja, Sazenia. Und Antonia. Deswegen nehme ich keine Bilder von Instagram. Wenn ich das Dialga anklicke, dass ich das Bild habe, dass man das schön sieht, steht einfach kein Name dabei, du weißt nicht von wem es ist. Und wenn du den Namen siehst, so wie hier, ist halt das Bild so abgehackt und abgeschnitten und klein und verkrüppelt da drin. Deswegen, wenn ihr was schickt, bitte bei Facebook oder bei Telegram, bevorzugt bei Telegram. Ich meine, wer Instagram hat, der hat bestimmt auch Telegram, wenn nicht, dann holt es euch oder was weiß ich. Sieht auf jeden Fall komisch aus, trotzdem Grüße gehen raus hier an ihre Teufelshörnchen, die sie da auf dem Kopf hat. Ihr folgt euch auf Instagram nicht gegenseitig. Ja, darf ich nicht, ist verboten. Das waren jetzt die Highlights und wir haben jetzt noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt von, haltet euch fest, mein Rücken tut so weh. Ich glaube, ich kann hier nicht mehr aufnehmen, ich brauche ein anderes Setting. Der Schocker der Woche kommt vom Dominik 068 Dom, denn das ist das Gala Lavados. Und guckt euch das an. Er hat einfach ein 100% Gala Lavados aus dem Rauch bekommen. Und das ist für mich das Heftigste, weil wir haben so oft 100er Legendäre gesehen aus Raids. Wir haben Shiny Legendäre gesehen aus Raids. Wir haben 100er Shiny Legendäre gesehen aus Raids. Wir haben Glücks 100er Shinies gesehen aus dem Tausch. Deswegen, das von Dragonite war richtig krass, war richtig cool. Für ihn super genial, feiere ich mega. Aber das ist für mich was Einmaliges. Das ist neu, dass es diese Vögel überhaupt gibt. Viele haben das Feature noch gar nicht. Andere haben das Feature, aber haben noch keinen einzigen Vogel gesehen. Andere sehen einen Vogel und der flieht fast bei jedem. Andere haben das Feature, sehen einen Vogel, fangen den Vogel und der Vogel ist schlecht. Und er sieht einen Vogel, fängt den Vogel aus dem Rauch, völlig random, kannst du nicht beeinflussen hin und her und hat ein 100% Gala Lavados. Meiner Meinung nach ist das unglaublich brutal, unglaublich selten, richtig heftig und ich kenne niemanden, der sowas hat bis jetzt. Vielleicht ihr, wenn ihr in der Twitter-Szene aktiv seid, vielleicht habt ihr da schon was gesehen davon, aber das ist für mich auf jeden Fall jetzt das Highlight der Woche. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend wieder bei der Raid Mania. Das versuche ich jetzt nachmittags noch rauszuhauen.
Gestern ist auch der Eventkalender für August online gegangen, dass ihr wisst, was euch im August alles erwartet an Spotlight-Stunden, an Feldforschungsdurchbrüchen und Raids. Und ja, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.